Herzlich willkommen, Freunde. Endlich habe ich es geschafft. Endlich bin ich YouTube-Partner. Okay, nicht direkt YouTube-Partner, sondern Partner über ein Netzwerk. Das Netzwerk heißt RPM. Gehört zu Social Blade oder Social Blade gehört zu RPM. Wie auch immer das genau aufgebaut ist. ja. Also bin ja direkt bei YouTube, weil beim Gaming-Kanal ist das klar, da braucht man Normalfall ein Netzwerk, wenn man nicht selber die Rechte daran hat. Gut. Warum bin ich YouTube-Partner geworden? YouTube-Partner, oder wie gesagt, an sich Partner geworden, bin ich aus dem Grund, blöd gesagt, auch wegen des Geldes. Da bin ich ganz offen. Das Geld brauche ich für den Kanal persönlich. Seit 2 Jahren, ja, wer aufgepasst hat, der weiß, dass ich jetzt schon seit 2 Jahren Videos mache. Mein 2 Jahres-Special oder gedachtes Special, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe eigentlich gedacht, geplant, dass ich ein 2 Jahres-Special mache. Habe aber total verpasst, dass die 2 Jahre schon erreicht sind. Vor nicht mal einem Monat, wenn man genau guckt, welches das erste Let's Play-Video war, was ich hier hochgeladen habe. Ja, und seit dieser Zeit an zahle ich eigentlich alles aus meiner eigenen Tasche. Fange ich mal an mit meinem Videograbber. Damals 15 Euro. Ich liste es euch schon mal so ein bisschen auf. Danach, ja, meine HD-PVR mit 200 Euro. Und weitere Dinge, die noch so angefallen sind, die ich jetzt nicht weiter drauf eingehen will. Ja, ich will jetzt nicht euch das unterschieben von wegen, ja, seht ihr, das alles habe ich für euch ausgegeben, bla bla. Ich wollte nur ein Beispiel machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles bisher aus meiner Tasche gezahlt. Und seitdem es mit den Netzwerken gibt, habe ich mich da so ein bisschen erkundigt, ein bisschen, ja, ein bisschen geguckt und wollte eigentlich bei einem anderen Netzwerk erst machen, die aber, wie gesagt, nicht das Wahre waren, denn der Support war, ja, der sagt so, ja, und der für mich zuständig war, erst noch 2 Stunden. Ja, nein, nicht so machen. Obwohl das eigentlich richtig war, wo ich jetzt bei RPM erfahren habe, dass ich das hätte so machen sollen. Naja, kann ich nichts machen. Da haben die jetzt eben Pech gehabt. Jetzt bin ich bei RPM. Gut, ja, ich werde das Geld hauptsächlich dafür nutzen, meinen Kanal zu unterstützen. Bezogen auf neue Spiele, neue Konsolen, die Wii U steht an. Das wäre auch nochmal so ein kleiner Schub für mich, damit ich dann zu der Wii U mir auch noch ein, zwei Spiele holen kann, wo ihr dann auch was von habt. Ich hatte ja schon in der Idee, ich bin kein Pikmin-Fan, das kann ich euch gleich sagen, aber Pikmin braucht ihr bei mir nicht rechnen. Ich bin da so talentfrei wie sonst, ja. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich werde es mir vielleicht holen, vielleicht auch nicht. Mein Hauptmerkmal wird erstmal das neue New Super Mario Bros. Sein. Dazu Nintendo Land und noch ein Spiel, was mir gerade nicht einfällt. Und ja, auf jeden Fall werdet ihr von Nintendo Land ein Let's Play sehen, wenn es möglich ist, irgendwie wiederzugeben. Ich weiß nicht, wie es genau mit dem Controller abläuft. Werden wir sehen. Ja, das habe ich auf jeden Fall geplant, das Nintendo Land als Projekt. Genauso wie New Super Mario Bros. U. Das werde ich dann auch zumindest mal zeigen. Und ich werde zu Wii U ein First Look machen. Wer es kennt, wem es was sagt, das ist, ja, ich zeige euch am ersten Tag, wo die Konsole erscheint, wenn ich da auch dementsprechend Zeit habe. Wenn nicht, das ist am zweiten Tag, zeige ich euch das Menü der Konsole, was in der Konsole alles so drin ist, wie die aufgebaut ist, alles so. Also wir schauen einfach mal uns die Konsole auch an. Gut. Na, so ein bisschen in die Zukunft geredet. Also, wie gesagt, ich nutze das Geld für Spiele, für Konsolen, für Software, falls ich jetzt zum Beispiel ein anderes Videoprogramm bräuchte. Oder, ja, was mir gerade nicht einfällt. Oder Hardware, Gamepads, Headset. Obwohl ich mich mit den Headset und Gamepad derzeit aufgestockt habe. Aber kann ja immer passieren, dass was kaputt geht. Und da ist es dann gut, wenn ich dann was hab. Das Blöde ist, das hätte ich nämlich sonst liebend gerne für euch gemacht.
Das Blöde ist wirklich, dass ich nicht über das Finanzielle sprechen darf von YouTube und deren Einnahmen. Ich darf auch, glaube ich, nur nicht mal eine Schätzung oder einen ungefähren Wert angeben. Das ist, soweit ich das weiß, von den AGBs jetzt nicht so ganz erlaubt, darüber zu reden. Weil sonst, ganz ehrlich, hätte ich das so gemacht, dass ich zu jedem Monatsende zack, ein Screenshot von meinem PayPal-Account habe, gemacht, mache und euch dann zeige, wie viel derzeit drauf ist und was ich mir dann auch dementsprechend mit hole, aber darf ich nicht. Das tut mir so ein bisschen auch leid. Nun gut, ich habe jetzt, denke ich mal, genug um den heißen Brei geredet. Was jetzt alles ansteht. So, das Blöde ist, ich habe derzeit kaum PBA oder SSBB gerendert. Über das Wochenende werde ich rendern, hochladen, da kommt was. Braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Was im Laufe des Tages auf jeden Fall folgen wird, ist der erste Part oder die erste Folge meines Tutorials zu Pokémon. Das Tutorial habe ich in mehreren Schritten aufgebaut. Der erste Schritt ist das Hauptthema. Und ganz ehrlich, jetzt habe ich den Faden verloren von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, es ist in mehreren Schritten aufgebaut. Was ich halt am Anfang zu sagen muss, den Anfang werde ich wahrscheinlich im neuen Video, was ich da sage. Da sage ich nämlich irgendwie so: Willkommen im Pokémon ABC. Oder beim Pokémon ABC. Ich wollte das vielleicht noch abändern, indem ich dann statt ABC dann ABC sage. Keine Ahnung, werde ich noch machen. Und wer im ersten Ding mit dem Poké ABC aufpasst, wird merken, dass ich da einen zweiten Titel im Bild versteckt habe. Mal gucken, wem es auffällt. Gut, ja, das wird im Laufe des Tages auf jeden Fall noch kommen. Und dann zum Wochenende wird PBA kommen, wird SSBB kommen. Ich bin wieder motiviert, weil das Ganze hinter mir ist und das wird alles kommen. Ich brauche jetzt nur ein wenig Zeit, um mich zu sortieren. Vielleicht schaffe ich es auch noch heute. Ich habe nämlich gleich Spätdienst, damit es jeder weiß. Wenn ihr auf die Uhrzeit guckt, um 13:30 fängt mein Spätdienst an. Ob ich bis dahin noch schaffe, was zu rendern, was hochzuladen. Dementsprechend weiß ich nicht. Wie gesagt, PBA und SSBB sind zum Großteil aufgenommen. Und auch schon eigentlich bereit fast zum Hochladen. Ich müsste es nur rendern, ob ich das pack, wie gesagt. Ich versuche es, zumindest PBA erstmal. Gut. Das habe ich angesprochen. Ich habe mir keine Liste gemacht. Ich muss jetzt kurz mal nachdenken. Das habe ich angesprochen. Ja, nee. Achso, heute Abend werde ich nochmal eine kleine News machen. Ich habe ja in einem Punkt ja mal angesprochen, zum Gamer-Treffen, wo wir einfach uns treffen, um zu zocken. Das werde ich, wenn möglich, ja, dieses Wochenende sogar machen, vielleicht Sonntagmittag. Da werde ich heute Abend eine kleine Info noch zubringen, dass man sich einfach im Chat trifft, ein paar Runden spielt. Nicht unbedingt gleich alle gegen mich, sondern untereinander auch spielt. Das ist mein Sinn und Zweck des Treffens dann. Ich gebe es aber noch alles bekannt und ja, kommen wir nun zum letzten Punkt, der abschließende Punkt. Ja, ich habe ja angekündigt, dass ich eine kleine Verlosung mache. Ich habe eine vollwertige Steam-Version von The Binding of Isaac. Das heißt, mit Soundtracks, mit dem Updater, diesem, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber denke ich mal, ihr wisst, was ich meine. Und das würde ich jetzt gerne verlosen. Wer Binding of Isaac nicht kennt, nach dem Video folgt so ein kleines Gameplay von mir. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, da könnt ihr euch das euch nochmal angucken. Also, was ihr benötigt nebenbei, ihr benötigt einen Steam-Account und ja, müsst jetzt gleich bei dem, ja, bei dem Gewinnspiel, ja, richtig oder ansatzweise richtig liegen. Und zwar habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen, wo ihr dann alle dieselbe Chancengleichheit habt. Ein Spielecontest und so weiter wollte ich nicht machen. Und eine, ja, ein Glas mit Gummibären, wo ich sagen könnte, wie viele Gummibären sind da drinne, habe ich leider nicht. Aber ich habe eine andere Idee, das ist mir beim Durchlesen meiner E-Mails so ein bisschen aufgestochen.
Ja, gesagt, aufgestochen, ist mir dann so ins Auge gesprungen, so, ach, das kann ich machen und es dreht sich bei mir um Essen, das muss sein. Also, ganz einfach. Ich habe ja, beim letzten Mal mir eine Pizza Mittel bestellt und eine Pasta normal. So, die Schätzungsfrage an euch. Wie viel habe ich dafür gezahlt? Ein Euro und ein Cent. Also zum Beispiel 10 Euro und 10 Cent. Das ist ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit dem Original zu tun, wie der Preis eigentlich war. Das ist ein Beispiel. Also zum Beispiel 10 Euro und 10 Cent habe ich für eine Pizza, 32 cm Durchmesser, damit ihr vielleicht euch noch besser im Bild machen könnt. Und eine Pasta. In dem Fall ist es normal. Gibt bei denen normal und groß. Und bei der Pizza gibt es auch nochmal eine Stufe größer und eine Stufe kleiner. Also beides eigentlich Mittelform. So, wie viel habe ich dafür gezahlt? Derjenige, der am nächsten dran ist, der kriegt The Binding of Isaac in der vollen Version für Steam. Und ja, ich hoffe, es machen ein paar mit. Vielleicht haben wir ein paar noch nicht das Binding of Isaac Original. Ich weiß, dass das schon ziemlich die Runde gegangen ist. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall, ich habe den Account zu verlosen als Geschenk. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich so gesehen hier von der Info schon mal und würde dann in das Gameplay von Binding of Isaac übergehen. Also, bis dann. So, willkommen zu einer kleinen Runde des Binding of Isaac. Wie angekündigt. Wow, was geht denn hier ab? Wie angekündigt, ich zeige euch eine kleine Runde Binding of Isaac für die, die es nicht kennen. Denke schon mal, kennen eigentlich so gut wie alle. Ich muss euch sagen, ich bin ein The Binding of Isaac Total Noob. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe es bisher noch nie durchgeschafft. Und das ist einer meiner Lieblings-Items. Das hatte ich schon ziemlich oft. Finde ich richtig cool hier mit dem Auge. Ja, auf jeden Fall. Ich komme mit The Binding of Isaac so gut wie gar nicht klar. Bin da eher relativ ein schlechter Spieler. So im Voraus, also nicht wundern. Ich habe es wirklich noch nie durchgeschafft. Ja, das ist eigentlich nur zur Demonstration, was The Binding of Isaac ist. Der Shop lohnt sich nicht. Oh. Ja, lass mich hoch. Lass mich hoch. Du lässt mich auch hoch. Grüß dich. Grüß dich. So, was ich wow, fast, oder was ich vergessen habe, in dem Infovideo noch zu erwähnen, ich werde, wenn sich's anbietet, auch mal weitere Gewinnspiele, so Verlosungen machen. Kleinere. Mal sehen. Okay, gehen wir direkt erstmal zum Boss. Bevor ich hier irgendwas suche, gehen wir einfach zum Boss. Oh ja, und meine ganzen Fliegen töten sich von alleine. Ah, komm. Ja, Monstro. Komm, stirb einfach. Stirb, stirb, stirb. Auge, komm, mach mal was. Mist, da weiche ich genau dem Auge aus. Komm, stirb, Monstro. Stirb. Stirb doch. Ah. Einfach sterben. Sterben. Oh, kotzt mich nicht voll. Komm schon. Ah, genau, auf dem. Aua, das hat weh getan. Bist fies. Komm, Auge. Auge. Mach mal nur. Ah. Ist er. Und tot. Erstmal will ich noch Herz haben. Tür ist ab. Und schöne Karte. Ganz ehrlich, ich habe null Plan, wo Geheimräume sein könnten. Ich würde irgendwie tendieren, dass der hier unten ist. Ich mache einfach mal. Ach, schade. Seht ihr, ich bin schlecht da drin. Suchen wir es mal hier. Nö, ich bin schlecht da drin. Na gut, gehen wir mal weiter. Plopp. So. Giftfliegen oder wie es auch immer heißen, die da ihre schöne Explosionskugel hinterlassen. Hey, komm. Nett hier. Ja, bist du nett. Okay. Keine Ahnung, was das bringt. Ich will. Am liebsten hätte ich, ja, Flat Penny. Oh nö. Wow. Verzichte. Okay, ich stelle mich über dich.
Nein. Ja, komm, mach einfach. Genau Auge, mach ihn mit Schaden. Wow. Wow. Spinner hier. Nein, danke. Genau Auge. Verdammt. Au. So. Ja, geschafft. Sauber. Gut, gehen wir mal. Gehen wir lang. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich gehe rechts. Och, nö. Komm, komm, komm. Schön auf Distanz halten, schön auf Distanz halten, schön auf Distanz. Sauber. Erledigt. Mit einer Münze lohnt sich das total. Hau ab, hau ab. Ach, verdammt. Das war eine Zickmühle für mich. Richtig. Genau, Auge. Sauber. Nee, da ohne will ich nicht rein. Boss-Tür. Ich würde gerne erstmal den Itemraum abklappern. Vielleicht kriege ich da noch was Gutes. So, Itemraum, Itemraum. Hallo, wo bist du, Item? Ja, schön, danke. Richtig. Richtig. Bleib auf Distanz, bleib auf Distanz. Noch ein Schlüssel. Ich kriege eigentlich so selten Schlüssel. Jetzt kriege ich es hinterher. Aua, hinterher geworfen. Nee, komm. Stirb. So, und weg. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Was war denn das jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Ich werde es einfach just so fun benutzen. Einfach direkt beim Boss. Ist lustig, wenn man nicht weiß, was die Items alle bringen. Na ne, ich mach das fast nicht part. Das Fass sieht schön aus. Och. Gott, was bringst du eigentlich jetzt? Verdammt. Das war das Item. Gut. Nee, 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 nee. Das. Aua. Ich renn voll rein. So. Genau, bleib so. Ich möchte dich in der diagonalen haben und nicht in der horizontalen. Wenn du nämlich in der horizontalen bist, ist das total kacke. Dann, okay, das ist noch okay. Au, 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 au. Ich sterbe, ich sterbe. Nee, doch nicht. Zwei halbe Herzen. Und Range and Tears up. Gut, jetzt möchte ich noch kurz. Da war nämlich noch ein Herz. Kann ich das erreichen? Habe ich nämlich nicht gemerkt. So, gehen wir mal eben schauen. Ach, da waren noch mehr Herzen. Oh. Okay. Damit hat sich die Sache erledigt. So, gehen wir mal hier rechts. Wieder und hüpfen runter. Und tschüss. Gut. Kackhäufchen und Sackgassen. Ach du. Du lässt mich in Frieden. Danke. Ach, ein paar Bomben. Sauber. So. Ich kann jetzt einfach mal stehen. Hoffe. Aua, dass ich nicht getroffen werde. Dankeschön. So. Du verschwindest. Ah, mein Auge killt es hier fast. Tschüss. Auf. Weh, du schießt auf mich. Komm, stirb einfach. Stirb. Stirb. So. So. Nein, das war doch die Forever. Oder? Nee, das, ich dachte schon, das wäre die Forever Alone Fliege. Na, machen wir ein paar Kackhäufchen putt. So, zack und zack. Okay, gehen wir mal eben hoch. Da war nix. So, dann lassen wir eben die Treubombe nochmal explodieren und das Auge prallt ab. So. Stirb. Aua. Aua. Ach komm. Nein. Ja. Und das passiert aus Verzweiflung, wenn ich die Tasten nicht finde. Eigentlich wollte ich die Q verwenden. Okay, ich wollte sowieso sagen, nach der Ebene ist Schluss, aber nein, ich versieb mir alles, indem ich einfach willkürlich die Tasten hämmere und es einfach verkacke. Ich bin einfach nicht der Binding of Isaac-Spieler, so
Intro-mäßig. Und damit würde ich sagen, war es das für das Gameplay. Ich denke mal, das reicht doch aus von dem, was ihr gesehen habt. Und ja, ich sag eigentlich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in den Videos. Bis dahin.